Verstecken gilt nicht. Dazu Düsseldorf-Hamburg, Schalke-Karlsruhe und München gegen Freiburg. Die Bayern auf der Flucht nach vorn. Für den Gegner gilt, du hast keine Chance, also nutze sie. Bundesliga in Ran. Heute mit Johannes B. Kerner. Erste Liga ist für Sie angerichtet und damit wissen Sie gleich, wenn Sie diese Sendung gesehen haben, dann ist 100% klar, was Sache ist am 5. Spieltag. Wir beginnen mit der Partie Schalke 04 gegen den KSC und irgendwie ist es die Geschichte des Martin Max. Der war in Gladbach, da kann man nämlich her, zuletzt eigentlich bestenfalls zweite Wahl und neuerdings macht er sich Woche für Woche einen richtig schönen Spaß und grüßt seine alten Fohlen. Erstens sehr herzlich und zweitens mit solch wundervollen Toren. Drei der vier Schalker Treffer hat er bereits erzielt und was noch viel wichtiger ist, jedes Tor bedeutete mindestens einen Punkt. Martin Max also. Schalke gegen den KSC. Aus dem Parkstadion meldet sich Werner Hansch. Na, hoffentlich haben wir ihn jetzt nicht so früh gelobt. Und ich denke, wenn der Rolf Rüssmann zeitlich gewusst hätte, was ihm da alles so Herrliches passiert, der hätte ihn nie gehen lassen, den strammen Max. Schalke heute ohne Lattal, Weidemann und Büskens, dafür mit Anderbrügge, Bruce und Oliver Held. Da kommt er gleich ins Bild, dieser blonde junge Mann, der von Holstein Kiel kam mit der Nummer 16. Er feierte heute sein Debüt. Und das war Manni Bender. Er war wieder drin in der Karlsruher Mannschaft nach seiner Verletzung, ebenso wie Bilic nach dem Länderspiel. Und Eberhard Karl und dann die dritte Minute. Ecke Anderbrügge. Und Juri Mölder. Angeschnittener Eckball. Burkhard Reich zieht den Kopf ein. Dafür streckten der Mulder richtig raus. Und Reitmeier ist zum ersten Mal geschlagen. Natürlich eine schwere Hypothek nach drei Minuten für die Mannschaft aus Karlsruhe. Schalke mit Müller. Sieht Anderbrügge. Seine Entfernung. Ja, da gab es viel zu ordnen in der Karlsruher Abwehr. Slaven Bjelic, der Libero. Das ist Tanat. Hässler geht. Ja, den hat er noch nicht erwischt. Hässler gegen Yves Eigenrauch, der ihm auf Schritt und Tritt folgte. Er lief überall hinter ihm her. Nur 21.000 Zuschauer heute im Parkstadion, da fühlte sich sicher mancher einsam. Aber die Leistungen stimmen nicht bei den Schalkern. Sie warten immer noch auf den ersten Heimsieg. Jetzt kommt Nemec gegen Reich. Tja, wer nur seinen Augen traut, sieht manches nichts. Reich zieht den Hebel rechtzeitig ein, wie ich meine, aber dann hat er ihn oben am Arm erwischt. Er wirft ihn sozusagen aus der Bahn, aber Schiedsrichter Fleske fand nichts Böses dabei. Also geht Mölder wieder los. Ja, die Schritte werden kürzer. Und dann ist er platt wie eine Flunder, Juri Mölder. Das Länderspiel vom Mittwoch hat ja ein ganz wichtiges Tor gemacht für Holland gegen Weißrussland. Ja, nee, Jörg, also so lustig war es ja nun wirklich nicht bis zu dieser Zeit hier. Was die Schalker boten, aber die Ecken von Anderbrügge. Und Marco Kurz. Ist nicht lang genug. Wieder eine Schalker Chance. Er kam gerade noch rechtzeitig. Waldemar Kienschick, 42. Minute. Olaf Thon, Wadenprellung, musste raus. 1:0, der Pausenstand. Und damit wir noch etwas erkennen, damit wir ahnen, wie schön Fußball ist, ein Stückchen Hässler-Dessert vom letzten Mittwoch. Der arme Yves Eigenbaum. Zweiter Durchgang, Schalke hatte gewechselt, der Junge hält raus, jetzt kam Radek Latal, der zweite Mann aus Tschechien, der ebenso wie Nemec am Mittwoch im Einsatz war. Das ist Edgar Schmidt. Da konnte sich zum ersten Mal lösen von Kurz, der ihm sonst dicht auf den Fersen stand. Edgar Schmidt verlor viele Zweikämpfe, gerade in der Offensive ist das ja unangenehm. Und hier dieser Fehlpass von Bender, Martin Max.
hatte heute einen unbequemen Nachbarn, das war Schmidt. Tja, da war er ein bisschen zu hektisch, geworden, der Martin Max. Seine beste Szene bisher. Tarnat auf Kiriakov und dann ist Schmidt da. Und der Ball ist im Tor, aber die Fahne. Die Fahne verlangt nach Aufklärung. Abseits soll es gewesen sein. Kiriakov mit Sicherheit nicht, aber jetzt am rechten Bildrand. Da! Da ist Edgar Schmidt im Abseits. Deshalb eine richtige Entscheidung von Schiedsrichter Pleske im Zusammenspiel mit seinem Linien. Fink. Herrlicher Pass auf Hessler. Und dann dieser tolle Linksschuss. 58. Minute 1:1. Und wie schön macht er uns den Adler. Der kleine Thomas, super gemacht, natürlich auch der Pass von Thorsten Fink, genau in den Lauf von Thomas Hessler. Sehen Sie, man kann dem Genie eines Thomas Hessler eben nicht unentwegt hinterherlaufen. Irgendwann ist man da mal zweiter Sieger. Sicherlich verdient der Ausgleich für die Karlsruher. Vorteil gesehen, richtig. Lattal sieht den freistehenden Cincic. Satter Linksschuss, 2:1, 70. Minute. Also ich muss sagen, den Lattal, den wollte ich eigentlich schon abschreiben. Der hatte bis dahin überhaupt keine Szene und dann dieser geniale Querpass. Waldemar Cincic steht da wieder völlig frei. Was war mit der Karlsruher Abwehr los? Und da soll noch einer sagen, der Jörg Berger kann nicht auswechseln, nicht? Die beiden Neuen, Lattal und Cincic, haben dieses Tor fabriziert. Jetzt kommt wieder Anderbrück. Super, Metz ist zu langsam. Lattal steht da. Mensch, bei dem hat es geblitzt inzwischen. An die Querlatte. Glück für den KSC. Schalke natürlich jetzt nur noch auf Konter. Und wieder Anderbrücke. Ein hundsgemeines Ding, abgefälscht. Das wurde ein elender Flattermann. Hier von Kiriakov, abgefälscht und dann die Superparade von Reitmeier. Jetzt hofften alle auf den ersten Heimsieg und jetzt war er in Schalke perfekt. Glücklich, das muss ich sagen. Und der Trainer musste sogar den Manager beruhigen, weil das war nun wirklich nicht viel spielerisch, was wir da gesehen haben. Und er war dann heute der Matchwinner, Waldemar Cincic. Niederlagen intelligent aussitzen, meine Herren. Das Leben der Bilder ohne Sprache. Mensch, da macht er ein tolles Länderspiel, macht das Tor heute Thomas Hessler. Und es reicht wieder nicht für den KSC. Haben Sie mehr Lust auf Fußball? Ist überhaupt kein Problem. Wie wäre es zum Beispiel mit der Partie Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger SV? Viermal, also immer in dieser Saison, spielte Ristichs Mannschaft Remis. Und der Trainer hat schon vor Spielbeginn mal die Saisonhochrechnung gewagt. Wir werden auch Siege sehen oder Zuschauer, die werden Siege feiern. Aber die müssen ein bisschen Geduld haben. Das ist Anfang zuerst. Und dann müssen wir punkten und egal wie. Beim Hamburger SV begeht Benno Müllmann ein kleines Jubiläum, agiert nämlich zum 100. Mal als Trainer. Vermutlich verzichtet er allerdings auf eine Feier, denn die Fetenbereitschaft ist momentan beim HSV eher begrenzt. Jörg von Tocher berichtet aus dem Rheinstadion und er weiß auch Neues zur unorthodoxen Müllmannschen Personalpolitik. Auch zum Jubiläum ließ sich Benno Müllmann nicht erweichen. Jordan Letschkow, der umstrittene Star, blieb zu Hause. Dafür aber kündigte Präsident Wolf ein Gespräch an. Montag um 16 Uhr muss Letschkow zum Rapport und da gibt's nur Ex oder Hopp. Entweder Versöhnung, dann spielt Letschkow wieder oder ihm wird fristlos gekündigt. Der HSV in Blau-Weiß und das Team versuchte gleich mit wohlgeordneten Aktionen ins Spiel zu kommen. Breitenreiter auf Mason, schnell und mit viel Herzblut. Wenn er Platz hatte, dann wurde es gefährlich. Flanke, Drasic dazwischen und Koch. Da bringt der Drasic seinen Torwart gleich in arge Verlegenheit zum Auftakt. Fast ein Eigentor. Ivanauskas überraschenderweise auf der Bank. Dafür spielte Francisco Capado in der Spitze. Spanischer Herkunft, aber Fußballdeutscher.
und er hatte Saisonpremiere. Wir brauchen gegen die langen Düsseldorfer kleine Leute, sagte Müllmann. Deswegen habe ich Carpado gebracht. Situation bereinigt und die Hamburger gingen wieder auf die Reise. Da haben sie Carpado und der machte das ganz selbstbewusst. Herrlich die Seite gewechselt. Albert, zweiter auf Fischer und da war es schon passiert. 0:1 nach ziemlich genau 5 Minuten. Fischers zweites Tor schon in der Saison und dabei war er von Müllmann fast schon ausgemustert. Noch einmal, der mutige Pass von Carpado in seinem ersten Spiel von Beginn an. Und so hebelt man mit einem netten Kopfnicker eine ganze Abwehr aus. Der Lupfer von Fischer als Abschluss. Ziemlich cool, Mann. Die Fortuna aber erwachte nach diesem schnellen Schlag ins Kontor. Jetzt besannen sie sich auf ihre Offensivqualitäten und das ergab dann ein fröhliches Rauf und Runter. Langer Ball auf Glavas. Henschow gegen Mill und Seliger mit links ins Tor. 13. Minute, 1:1, Seligers erster Bundesliga-Treffer für die Düsseldorfer. Die schnelle Antwort des Aufsteigers. Hier, Glavas aus vollem Lauf. Dann Henschow dazwischen und der doppelte Thomas. Mit rechts ging es in die Hose, mit links ins Tor. Der HSV in diesem Auswärtsspiel weiter sehr offensiv. Man hatte den Eindruck, die Spieler wollten ihrem gefährdeten Trainer helfen. Fischer, toll gespielt auf Breitenreiter, in Schlangenlinien durch den Strafraum und die Erkenntnis, dass der gerade Weg manchmal doch der beste ist. Freistoß Fortuna. Es war eine ansehnliche Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Bunzoll auf Seliger und Richard Golz. Der Greifer mit den langen Armen, wenn er aufgerufen wurde, dann war er zur Stelle. Halbzeit 1:1, Alexander Ristić schien Böses zu ahnen. Bitte, bitte alles, nur nicht wieder unentschieden. Nach dem Wechsel brachte er Zyron, noch einen ehemaligen Hamburger. Er kam für Frank Mill. Das Spiel aber bestimmte jetzt eindeutig der HSV. Und endlich meldete sich auch ein ehemaliger Düsseldorfer zu Wort. Da haben sie Jörg Alberts, der Mann für die größeren Entfernungen. Und Koch. Weiter viel Tempo im Spiel, die Hamburger dabei frischer am Kopf als der Gegner. Mason mit Turbo-Antritt durch halb Düsseldorf, ein super Lauf. Dann auf Spörl, Pfosten. Carpado noch mit dem Kopf, aber die große Chance war vorher. Toll gemacht von Michael Mason, das war kein Slalom mehr, das war schon ein Riesenslalom. Und Harald Spörl mit dem ersten Pfostenschuss für den HSV in der laufenden Saison. Und wieder die Hamburger. Fischer. Zweikampf mit Drasic. Fischer kommt zu Fall. Spiel läuft weiter, wird dann aber plötzlich unterbrochen. Der Linienrichter hatte laut und deutlich die Fahne gehoben. Schiri Fröhlich eilte herbei und sein Mann von der Linie erklärte, dass ihm Andreas Fischer unflätig beschimpft hatte, weil er kein Foul angezeigt hatte. Das müssen harte Worte gewesen sein, denn die Konsequenz war der Griff zur Tasche und Rot für Fischer. Erster Platzverweis in seiner Karriere in der Bundesliga. 11:10 also, Düsseldorf in Überzahl und noch eine halbe Stunde zu spielen. Jetzt hatte die Fortuna Platz. Pančev. Glavas. Henschow dazwischen und Richard Zyron macht gegen seinen alten Club das 2:1. Der Joker hatte gestochen. Ausgerechnet Zyron, der ehemalige Hamburger. Da haben sie es noch einmal. Die Hereingabe, dann der entscheidende Fehler. Henschows verunglückte Kopfballabwehr. Und sowas lässt man sich nicht zweimal schenken. Individuelle Fehlleistungen also. Erst der Blackout von Fischer, dann der Knockout durch Henschow. Aber der HSV kämpfte. Breitenreiter. Schön gespielt. Und wieder Breitenreiter, das sah schon ein bisschen peinlich aus, oder anders gesagt, André Breitenreiter klärt vor Koch. Und er wusste wohl, was er da gerade fabriziert hatte. Dann Ivanauskas für Carpado, der als Stürmer doch nicht effektiv genug war, kein einziger Torschuss. Da haben sie, Walders Ivanauskas gegen Bach mit Zug zum Tor
und passt zu Albert. Kurz geschaut und hinein. 2:2, 77. Minute, zweiter Saisontreffer. Völlig verdient zudem, weil die Hamburger lange Zeit überlegen waren und auch in Unterzahl nie aufgaben. Ivanauskas, Vertrauen gerechtfertigt. Und nach Zyron nun auch Albert gegen einen ehemaligen Arbeitgeber erfolgreich. Ende 2:2 für Düsseldorf das fünfte Remis im fünften Spiel. Einstellung des Rekords vom 1. FC Köln. Benno Müllmann bleibt erstmal im Amt, aber dann war ja auch noch der Platzverweis da. Andreas Fischer wollte dazu nichts sagen. Dafür aber sprach Linienrichter Auger aus Berlin. Er sagte einfach lautstark zu mir, du Arschloch, pfeif endlich. Das war's. Ja, sicher hat er den Linienrichter beleidigt, aber im Grunde mit einem Wort, was heute gang und gäbe, ist, was viele Leute zu mir jetzt die letzte Zeit schon gesagt haben. Also, was hat er denn gesagt? Ach, irgendwas, du Arsch oder was, ne? Das ist letztlich mit Sicherheit keine Geschichte, die hier auf dem Fußballplatz hingehört und die ja auch nicht den Kern trifft. Aber es ist immerhin ein Auswärtspunkt für den Hamburger SV. Und es gibt noch was, was Sie unbedingt wissen sollten, denn Jordan Letzkoff hat reagiert auf das neue Gesprächsangebot des HSV-Präsidiums. Er hat gesagt, ja, ich möchte wieder für den HSV spielen. Na, das kann ein erfreuliches Gespräch werden am Montag. Was erwartet Sie noch in dieser Sendung? Bayern, Dortmund, Gladbach, die frechen Aufsteiger, all dies in Ransat 1 Fußball. Jetzt gleich. Der kraftvolle 16-Ventilmotor. Das sportliche Fahrwerk. Der beruhigende Seitenaufprallschutz. Der doppelte Airbag. Die weitreichende 3-Jahre-Garantie. Die aufregende Probefahrt in Nissan Primera. So viel Komfort und Dynamik für 28.045 Mark. Er kann, sie kann, Nissan. Hier ist noch Platz. Trinken Sie ein Bier mit? Gerne. Sind Sie zum ersten Mal hier? Ja, ich bin hier verabredet. Nur, ich weiß nicht mit wem. Das war so eine Chiffreanzeige. Und am Telefon hat sie gesagt, du erkennst mich daran, dass ich ein Holsten trinke. Dann schauen Sie sich mal um. Holsten, die helle Freude, verfeinert mit ausgewähltem Hallertauer Aromahopfen. Leben Sie täglich neu inspiriert. Der neue Mitsubishi Charisma. Becks, Spitzenpilsener von Van. Bundesliga auf Video. Porträts von allen Vereinen. Der Randspieltag zum Sammeln und jedes Spiel in voller Länge. Jetzt bestellen. 0180 5 33 22 44. VfB Stuttgart gegen Bayer 04. Leverkusen ist unser nächstes Spiel und es ist die Partie zweier bisher ungeschlagener Mannschaften. Und nach wie vor ist die VfB-Freude riesig groß über Krasimir Balakow. Ein richtig eleganter Spieler, einer, der richtig was hermacht und mit dem Ball umgehen kann. Ein Denker, ein Lenker, kurzum ein echter Spielmacher. Und vielleicht denkt Leverkusens Trainer Erich Ribbeck, so einen hätte ich auch gerne. Und wir sagen ihm, so einen hat er, momentan allerdings auf der Bank. Bernd Schuster vom Trainer höchst selbst dorthin gesetzt. Und ich gestehe, frank und frei, dass es mich nicht eben froh macht, wenn Spielmacher, Fußballspieler Platz machen müssen für Fußballarbeiter. Markus Hierstedt berichtet aus dem Gottlieb-Daimler-Stadion von der Partie VfB Stuttgart gegen Bayer 04 Leverkusen.
Tja, Bernd Schuster nur als Reservist, es wirkte fast wie eine Demütigung. Denn auch Erich Ribbeck weiß, dass der 35-Jährige nicht zur schnellen Eingreiftruppe gehört. Das Vertrauen zwischen Ribbeck und seinem ehemaligen Schützling scheint mehr und mehr zu schwinden. Den VfB plagen andere Sorgen, Torwart-Sorgen. Eberts Trautner muss daran, weil der junge Marc Ziegler sich gestern beim Abschlusstraining verletzt hatte. Saisonpremiere und Bewährungsprobe zugleich für Eberts Trautner. Stuttgart in Weiß und mit 6 Offensivleuten. Also, es hieß die Flucht nach vorne antreten mit Balakow. Schön auf Buck. Wieder Balakow gegen Lupesco. Vielleicht das richtungsweisende Duell dieser Partie. Es gibt Freistoß für den Bulgaren. Den wird er auch selbst ausführen. Krasimir Balakow. Auf Hendrik Herzog. Schon nach 2 Minuten wurde es eng für Leverkusens Abwehr. Heute wieder dirigiert von Holger Fach. Die ersten 10 Minuten eine Balakow-Show. Hier Fehlpass Leverkusen. Balakow. Elba direkt auf Axel Kruse und Burns blockt ab. Kruse seine Verletzung überstanden, seinen Friseurtermin eher nicht. Dann das zweite hochinteressante Duell. Bobic als Bewacher von Sergio, der gelernte Stürmer wieder in der ungeliebten Defensivrolle, diesmal auf rechts. Und die beiden wurden wahrlich keine Freunde. Die schmerzhafte Revanche des Brasilianers, zu Recht gelb, hier für Sergio. Dann Torwart Heinen. Was für ein Abschlag. Giovanni Elba gegen Wörns. Aber auch dieser Ball vorbei. Sie spielten toll, die Stuttgarter, aber ihnen gelang kein Treffer. Heinen, er tritt hier in den Rasen. Ein Albtraum eines jeden Torhüters. Dann Wörns gegen Elba. Den Leverkusener merkte man doch noch die lange 18-wöchige Verletzungspause an. Der VfB jetzt mit ersten Dissonanzen. Bobic, Balakow, Lupescu holt sich den Ball und dann Lenov mit dem Konter. Sergio, Bobic war nicht da. Der sieht Völler, der hatte sich weggestohlen auf rechts. Rudi Völler, aber Grimm dazwischen. Er vertrat exzellent den verletzten Chef. 0:0 zur Pause. Bernd Schuster konzentriert bei der Arbeit. Zweite Halbzeit. Balakow beim Eckball, einer von 20. Balakow und Kruse. Die längst völlige Führung für den VfB und für Leverkusen wieder der Gegentreffer durch eine Standardsituation. Axel Kojak Kruse, der Treffer eingeleitet, natürlich durch Balakow, aber auch durch Rudi Völler, der seine Abwehr mit dieser Kopfballverlängerung völlig durcheinander bringt. Nicht jedoch Axel Kruse, seinem ersten Saisontor. Wie würde Leverkusen reagieren? Mit Tempoverschärfung. Hans-Peter Lehnhoff. Sergio verlangt den Ball, bekommt ihn auch dann glücklich zu Ulf Kirsten. Der Pfosten, Kögel, die Gefahr scheint bereinigt, aber dann Wörns, Kopfballsieger gegen Kruse, Münch, Lupescu, Tolk mit, Bobic greift nicht richtig an und dann ist Völler frei. Der Ausgleich nur 7 Minuten später durch den alten Fuchs, sozusagen mit der Wiedergutmachung. Einmal vorbereitet, einmal getroffen. Es war aber wohl ein halbes Geschenk des VfB. Buck viel zu unprofessionell im Luftkampf hier. Und Marco Grimm verschätzt sich total. Trautner hier ohne Chance. Und dann Rudi Völler, das Kind im Mann. Die 65. Minute, er kam doch noch. Erich Ribbeck mit letzten Streicheleinheiten für sein Problemkind. Hans-Peter Lehnhoff wurde ausgewechselt. Aber der VfB verstärkte noch die Offensive. Poschner war für den Defensivmann Foda gekommen. Dann kommt Buck. Eine kleine Köge gewinnt ein Kopfballduell und Balakow. Dirk Heinen, wieder einer dieser tollen Reflexe auf der Linie. Springen wir auf die andere Seite. Bernd Schuster beim Freistoß. Da haben Sie die Latte gehört. Ein Genuss nach wie vor seine Freistöße. Keine 5 Minuten nach seiner Einwechslung.
Stuttgart stürmte, Leverkusen konterte mit Holger Fach. Kaum in der Offensive zu finden, aber dann mit diesem Pass Ulf Kirsten. Die Führung für Bayer Leverkusen. Ulf Kirsten vollgepumpt mit jeder Menge Selbstvertrauen von der Nationalmannschaft. Aber der Dank auch an Holger Fach mit dem Außenriss. Die tolle Vorarbeit nach der guten Abwehrleistung, auch die schöne Vorarbeit für dieses Tor. Und Torwart Trautner hat das Pech, dass sich Kirstens Schuss so stark noch senkte. Stuttgart jetzt noch offensiver. Bobic rückte in die Sturmmitte. Kruse und Schuster, Achtung! Hand oder nicht Hand? Schiedsrichter Heinen ließ weiterspielen zu rechts, denn der Ball geht zur Hand und nicht umgekehrt, also kein Strafstoß. Dann der Gegenzug. Lopescu, Ulf Kirsten. Und da ist es, das 3:1. Die Entscheidung, Kirstens dritter Saisontreffer der 84. Minute. Lopescu, er spielte förmlich mit Libro Bertholz. Dann ist alles frei, aber er sieht den besser postierten Ulf Kirsten. Übrigens, der Rumäne hatte in der zweiten Halbzeit Balakow wesentlich besser im Griff. Dann kam auch noch das zweite Sorgenkind von Erich Ribbeck, der Brasilianer Ramon, für den erschöpften Rudi Völler. 60 Sekunden später, Abschlag Markus Münch. Fehler Thomas Bertholz und Ramon gegen Trautner und Ramon gegen den Frust. Sein erstes Bundesligator, 4:1 für Bayer Leverkusen, der zweite Auswärtssieg, perfekt. 4:1 auch der Endstand und der VfB muss sich merken, wer so offensiv spielt, muss seine Chancen nutzen. Aber da bleibt doch noch das Thema Schuster. Ecki Häuser hat nachgefragt. Haben Sie noch das Vertrauen des Trainers? Spüren Sie das direkt? Ja gut, das ist schwer zu sagen. Ich denke, natürlich ist er gegenüber mir sehr kritisch. Das habe ich also die ganze Zeit gemerkt. Das würde ich persönlich bedauern, weil er normalerweise wissen muss, er kennt mich ja auch schon einige Zeit, dass ich schon versuche, immer gerecht vorzugehen und dass für mich nicht der Einzelne, sondern die Mannschaft im Vordergrund steht. Redet miteinander, klärt es und alles wird gut. Erste Saisonniederlage also für den VfB Stuttgart und Leverkusen. Die neue Regel macht es möglich, jetzt mit 9 Punkten. Letzte Woche, yes, da kam noch einer. Letzte Woche wollten wir von Ihnen wissen, für wie viele Vereine spielte Uwe Seeler in der Bundesliga. Besonderer Dank geht in dieser Sache an Herrn G., ich sage den ganzen Namen nicht, aus Bremen, der uns schrieb, Seeler habe nur für einen Verein gespielt. Allerdings, damit hat er ja schon mal recht, allerdings noch anfügen musste, Seeler spielte ausschließlich für den SV Werder. Da hat er dann allerdings ein bisschen daneben gelegen. Richtig alles richtig gemacht hat Steffen Hüffner aus der Leipziger Straße in Eilenberg. Er hat den ersten Preis gewonnen und hier kommt dann, was er mit nach Hause nehmen darf und auch die Frage aus dieser Woche. Bernd Kraus, seit Dezember 92 Cheftrainer bei Gladbach. Außerdem trug er 22 Mal das Trikot der Nationalmannschaft. War es für die Bundesrepublik Deutschland oder versuchte ich mit Österreich gegen Deutschland Tore zu erzielen? Oder stopfte ich in der Schweizer Abwehr die Löcher? Also, wir möchten von Ihnen wissen, für welches Land spielte Bernd Kraus in der Nationalmannschaft? A. Für Deutschland, B. Für Österreich oder C. Für die Schweiz? Wenn Sie die Antwort wissen, schreiben Sie an Sat 1 Super Q in 20619 Hamburg. Einsendeschluss ist Dienstag, der 12. September. Sie können uns auch anrufen unter Telefon 0190 24 24 24 oder 24 24 23. Die Leitungen sind bis Mittwoch 24 Uhr geschaltet, bei gleicher Gewinnchance. Und das können Sie gewinnen. Eine ungewöhnlich dynamische und elegante Erscheinung auf deutschen Straßen. Der Mazda 323F im Wert von ca. 29.000 Mark. Zweiter Preis, Sie haben es sich verdient. Eine Woche USA für zwei Personen im Hotel Rio Pan American Ocean Resort. TUI, schöne Ferien. Dritter bis siebter Preis, perfekter Empfang mit TV-Spielfilm. Gewinnen Sie ein Jahresabo und das Autoradio der Extraklasse. TV-Spielfilm, die Sportskanone unter den TV-Zeitschriften. Achter bis 13. Preis, gewinnen Sie die brandneue FC Bayern München Adidas Ausgeh-Kollektion im Wert von 1.000 Mark.
Der Monatspreis September gewinnen Sie ein Jahresabo und anlässlich des Filmstarts zu Free Willy 2 14 Tage Abenteuerurlaub mit Whale-Watching in Neuseeland. Mehr erleben mit TV-Spielfilm der aktiven TV-Zeitschrift. Weiter geht's mit Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Kaiserslautern, bei dem sich so langsam eine kleine Tschechen-Connection breit macht. Kuka nämlich, Kadlec und dazu neuerdings, Sie haben davon gehört, auch Horst Siegel. Frankfurt-Lautern gab es in der Bundesliga übrigens schon 64 Mal und noch nie endete diese Partie torlos. Bei Eintracht ist Köpke zum ersten Mal beim Bundesligaspiel, seitdem er in Frankfurt spielt, nicht mit dabei, aus Verletzungsgründen. Erich Laser kommentiert Frankfurt gegen Lautern und er stellt Ihnen natürlich den Ersatz Köpke vor. Die Angst des Torwarts beim Debüt. Oka Nikolov, 21 Jahre jung, Bundesliga-Premiere für den Fußballdeutschen aus Mazedonien. Köpkes Ersatzaufgabe, er sollte zu Null spielen. Da ist der andere Neue, Horst Siegel, der Tscheche. Eigentlich sollte er mit Kumpel Kuka spielen, stattdessen spielte er für ihn. Kuka, Brehme, Wagner, Marschall, allesamt verletzt beim FCK. Die Roten Teufel natürlich in Rot. Zweite Spitze neben Siegel übrigens Axel Roos. Das ist Frank Reiner. Und Roger Lutz, Nikolovs erste Tat, die 8. Minute, das gibt natürlich Selbstvertrauen für einen jungen Keeper. Sehen wir nochmal, Frank Reiner zum ersten, zum zweiten und dann völlig frei Roger Lutz, Nikolovs große Tat. Roger Lutz, Sonderbewacher von Okocha, dann Frankenschädel gegen nordhessischen Dickkopf, Dickhaut verliert gegen Hollerbach, war kurz K.O., 5 Minuten später war seine Spieluhr abgelaufen. Für ihn kam Komljenovic. Der FCK die stärkere Mannschaft in der Anfangsphase mit Wollitz. Und in der Mitte Roos, Nikolovs fantastischer Reflex. Zweite gute Tat des 21-Jährigen. Vorher aber hat er die Flanke von Wollitz unterschätzt. Axel Roos und dann die gute Reaktion von Nikolov. Es dauerte bis zur 24. Minute, bis die erste Chance der Eintracht zu verzeichnen war. Bezeichnenderweise ein Freistoß. Standardsituation. Okocha. Abgefälscht, nur Eckball. Die Eintracht stümperte herum. Der FCK wirkte abgeklärter, routinierter, ohne allerdings spielerisch zu glänzen. Dann Wollitz, Laufeinlage, lässt Rot stehen. Schaut. Und in der Mitte, da war doch noch einer. Horst Siegel. Der einzige Torschuss des Tschechen, ihm merkt man die fehlende Spielpraxis an. Axel bleibt vorne, gemeint war Axel Roos, aber der musste in der Schlussphase mit nach hinten, denn Frankfurt kam nochmal, 45. Minute. Fast schon im Aus der Ball, Komljenovic setzt nach. Gegen Wollitz. Okocha, nochmal Komljenovic. In der Mitte, Hagner. Matthias Hagner. Den habe ich Ihnen noch nicht vorgestellt, weil er war auch nicht aufgefallen bis zur 45. Minute. 5 von 6 Toren hat er in der Regionalliga 11 erzielt. Das Vertrauen des Trainers heute gerechtfertigt mit dem Tor zum 1:0. Zum zweiten Mal in der Bundesliga spielt er über 90 Minuten. Aber schauen Sie auf die Fehler beim FCK. Lutz lässt Okocha spielen, Wollitz lässt Komljenovic unbedingt flanken. Kadlec springt unter den Ball durch und Ritter, der war der Bewacher von Hagner, der war überhaupt nicht da. Wiederum neues Selbstvertrauen für Oka Nikolov. 25.000 Zuschauer, darunter auch Tiger Michalczewski. Boxweltmeister, in 4 Wochen will er in Frankfurt seinen Titel verteidigen. Und Angriff ist die beste Verteidigung, dachten sich auch die Frankfurter. Okocha begann zu glänzen, dann Rot. Im Dezember 92 hat er zum letzten Mal ein Tor für die Eintracht erzielt. Dann hatte Siegel seine Schuldigkeiten mehr schlecht als recht getan. Für ihn kam Wegmann. Vorher war schon Flock für Greiner gekommen und Roos auf die rechte Seite gegangen. Aber jetzt wurde Okocha der Star und Frankfurt stärker. JJ Okocha vernascht einen Lutz und Raufmann. Das Spiel bei Frankfurt steht und fällt mit Okocha. Das sah man heute ganz deutlich in der zweiten Halbzeit. Lutz Kräfte ließen nach und Okocha wurde immer stärker. Wieder Raufmann. Der vernaschte Lutz, mittlerweile ein Ausgewechselter, für ihn kam Schäfer und immer wieder JJ Okocha. Im Zusammenspiel jetzt mit Hagner. Komljenovic, nochmal Komljenovic,
In die Mitte. Tor. Slobodan Komeljenovic. Eigentlich nicht erste Wahl, aber durch die Verletzung von Dickhaut in die Mannschaft gekommen. Sein rechter Schuh ist eine halbe Nummer kleiner als der linke. Vielleicht hat das bei dieser Hereingabe eine Rolle gespielt. Tatsache jedenfalls, Miroslav Katlec mit dem Eigentor 2:0 für Frankfurt. Die Antwort der Pfälzer, Wollitz beim Eckball. Und da kommt Thomas Hengen. Thomas Hengen am Dienstag U21 gespielt gegen Georgien, heute im Mittelfeld, im Wechselspiel nachher mit Katlec auch als Libero. Und die Eintracht ist anfällig bei Ecken, das sieht man hier. Binz mit der Verlängerung und dann gibt Thomas Hengen alles, was er im rechten Schuh hat. Und der Innenposten hilft mit. Der Anschluss. Bei der Eintracht kam dann Matthias Becker für Raufmann und dieses ist die erste Szene von Becker. Gegen Ritter. Fall, Pfiff, Strafstoß. Schiedsrichter Krug gab 11 Meter. Wenn er diese Szene nochmal sieht, entscheidet er vielleicht anders. Nützt aber nichts. Ich glaube, er hat sich selbst ein Bein gestellt, der Becker. J.J. Okocha. Sein erster verwandelter Elfmeter in der Fußball-Bundesliga, das 3:1. Für ihn natürlich das Sahnehäubchen auf seine Leistung in der zweiten Halbzeit. Reinke absolut ohne Chance. Und dann wollte der Zauberer noch einen draufsetzen. Noch einmal J.J. Okocha. Aber es blieb beim 3:1. Verdienter Erfolg aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit. Und für Friedel Rausch gilt mit Brief und Siegel Kuka, Breme, Wagner, Marschall nicht ersetzbar. Klaus Feldmann mit Stimmen zum Spiel. Bis jetzt habe ich 2 Sonnenjahre in Kaiserslautern gehabt. Jetzt werden die ersten düsteren Wolken über uns kommen, da sind wir ganz realistisch. Wollen Sie nicht eigentlich schon an der Justus-Liebig-Universität in Gießen eingeschrieben sein? Ja, hatte ich erstens vor. Ich meine, so ist das im Fußball. Geht hoch und tief, so momentan bin ich oben, aber man muss auf dem Teppich bleiben, weil ich weiß, wie es ist, wenn man unten ist. Und was macht denn die Bundesliga angenehmer als die Betriebswirtschaftslehre? Na gut, wenn man spielt, hat man keine Probleme, nur ich sage halt, bei der Eintracht ist gar keine Perspektive für mich. Ich wollte den Schritt deswegen zurück machen, aber wenn man spielt in der Bundesliga und gewinnt bei so einer Kulisse, das ist schon, gibt nichts Schöneres. Hand aufs Herz, war sowas, was man ein bisschen Lampenfieber nennen kann? Ach klar, also ohne Lampenfieber, glaube ich, geht kein Fußballer ins Spiel rein. Am Dienstag im Europacup und danach haben wir ein ganz leichtes Programm, Bayern zu Hause. Also den Humor hat Friedel Rausch noch nicht verloren. Frankfurt 3, Kaiserslautern 1. 4 Spiele haben Sie bereits gesehen, 3 weitere kommen noch. Sie merken schon, hier ist richtig volles Fußballprogramm. Und jetzt kommen auch noch Anrufe dazu. Herr Hufner aus Eilenberg, in der Leipziger Straße in Eilenberg, hat angerufen. Er kann es gar nicht fassen, dass er einen Mazda Xedos 6 gewonnen hat. Doch, doch, Herr Hufner, Sie haben gewonnen. 3 Spiele also kommen noch. Und dann ein Hinweis auf diese mit Recht so beliebte Begegnung. Live Run am Dienstag. Mit Volldampf in den UEFA-Pokal. Der Bayern-Express rollt fahrplanmäßig. Erste Station, Lokomotive Moskau. Plätze reservieren. Dienstag, 20.05 Uhr. Live Run, Sat.1 Fußball. Schon gehört? Du kannst dir das Stadion direkt nach Hause holen. Triff dich mit Fans und Freunden zu jeder Zeit im Randstadion. 0190 577 3x die 8. Bayern München gegen den Sportclub Freiburg. Der Generalprobe hat für den UEFA-Pokal nächste Woche. Und da passt es ja eigentlich ganz gut, dass die Badener heute bei der kleinen bayerischen Europa-Auswahl anzutreten hat, in der ja übrigens auch Jürgen Klinsmann mitspielt. Jener Sunnyboy, jener Darling, jener Fußballengel, der ja unwahrscheinlich viel Liebes an sich hat. Das im Länderspiel muss ein Versehen gewesen sein. Otto Rehhagel hat in dieser Woche einen ganz interessanten Arbeitstag gehabt. Der Dienstag war es und er stellte die Qualität seiner Mannschaft noch einmal eindrucksvoll unter Beweis. Die ganz Tollen waren bei der Nationalmannschaft oder bei ihren jeweiligen Nationalmannschaften die Nachwuchselite bei der U21. Und trotzdem war unter den 3, in Worten 3 Trainingspartnern des Otto Rehhagel, war immer noch ein Europas Fußballer des Jahres, Jean-Pierre Papin nämlich. Bayern Freiburg, Reporter, das wissen Sie, haben ihren eigenen Kopf. Aber was den ersten Satz des Kollegen Jörg Dahlmann angeht, erkläre ich schon jetzt, dass ich
persönlich 100% mit ihm einer Meinung bin. Die sind meine Spieler der Woche. Ciriakos, Sforza, Alain Sutter und all die anderen Schweizer, die am Mittwoch den Mut hatten, sich öffentlich gegen die Atomtests Frankreichs zu artikulieren. Auch wenn ihnen Ärger von der FIFA droht, meine Sympathien haben sie. Aber was nutzt schon alle Sympathie? Für Otto Rehhagel zählte Sutter heute nicht zu den 16 Leistungsstärksten. Überhaupt nur eine Änderung: für Hamann kam der offensivere Zickler. Also bei Bayern von 1 bis 11 alles Nationalspieler. Sechste Minute, Bayern im Angriff und ein heikler Zweikampf nach Hacken für Klinsmann zwischen Zeyer und Scholl. Schiri Malbank ließ weiterspielen und die Freiburger nutzten die Unaufmerksamkeit der Münchner. Ralf Kohl, in der Mitte lauert Spieß. Und Kahn, super pariert, da träumte das Dream Team. Aber Hellwach, Oliver Kahn, seit Wochen in Galaform, auch zuletzt beim Länderspiel. Einfach einmalig, wieder nach Kohls klugem Pass und Spieß direkte Abnahme diese Top-Chance zunichte machte. Aber blicken wir noch weiter zurück. Die Szene, die Sekunden zuvor die Gemüter erhitzt hatte. Zeyer gegen Scholl. Sehr, sehr schwer zu erkennen für uns, erst recht für den Schiri. Aber die nächste Einstellung zeigt, Zeyers Fuß berührte tatsächlich hier Scholls Schienbein. Zudem zählt Scholl nicht zur Schwalbenabteilung. Also weiter 0-0 und bei Bayern achtet weiterhin alles auf den Knoten im Sturm. Wann platzt er bei Cleansy Klinsmann? Noch kein Bayern-Bundesliga-Tor bisher. Vielleicht jetzt. Christian Ziege zu Thomas Helmer. Und da ist er. Geplatzt. Klinsmanns Knoten. Erster Bundesliga-Treffer seit dem 10. Juni 89. Damals für den VfB gegen Gladbach. Ja, und ebenso interessant wie der Torschütze ist der Wegbereiter Thomas Helmer. Seit er nicht mehr den geliebten Libero-Job innehat, ist er viel gefährlicher in der Offensive. Letzte Woche legte er Ziege auf und jetzt Klinsmann. Aber Schmadtke, er schimpfte auf seinen Vordermann, nämlich Spanring. Der stand hinter Klinsmann statt vor ihm. Hier, in diesen Schuhen muss sich der gebürtige Münchner auch wohl anziehen. Schauen wir mal auf die Monarchie, König Otto und dann der Mann, der 49 Jahre und 364 Tage alt ist. Weiter geht's mit einem Freistoß. Freie Auswahl, Herzog, Helmer oder Ziege oder Sforza. Nein, Mehmet Scholl und Schmadtke. Feine Leistung von beiden. Blicken wir mal auf die Mauer, alle hüpfen, nur Spanring in seinem 100. Ligaspiel nicht und genau da ging der Ball drüber. Stark, Schmadtke. Die Münchner dominierten vor 63.000 Zuschauern gegen die bislang schwachen Freiburger, aber man hatte das Gefühl, die Bayern taten nur das Notwendigste. Gefährlich wurde es über die Flügel. Parfum zu Herzog, 1-0, es blieb dabei zunächst. Freiburg nicht mehr so stark wie früher. Abstiegsgefahr, Fragezeichen, ich will's nicht hören. Ich will's nicht hören, ich will's nicht hören. Zweite Hälfte, Angriff Bayern, da macht schon Spaß, allein den Namen zu nennen. Klinsmann war das zunächst, dann Herzog und Papin und wieder Herzog. Irritiert durch das forsche Herauslaufen Schmadtkes. Dann nach 60 Minuten, mini-historisches, Freiburg wagte sich nach vorn. Tott. Missverständnis mit Heidenreich, aber dann auch Fehler in der Bayern-Abwehr. Axel Sundermann. Ja, sein Ding ist das Tore verhindern. Auch wenn die Chance leichtfertig vergeben wurde, sie hatte Signalwirkung. Denn der SC Freiburg steckte seinen Kopf aus dem Schneckenhäuschen heraus und der Kopf hieß Sundermann. Dann wechselte Finke, Wassmer und Freund ein. Zwei Spielmacher hatte er zuvor auf dem Feld, Borotschuk und Heidenreich, und beide nahm er raus. Und auch Ottos nervöser Zeigefinger zuckte. Witeczek, herkommen, Nerlinger, herkommen, Hamann, herkommen. Rausschlichen Scholl, Papin und Herzog. Noch 10 Minuten. Bayern wurde immer schwächer. Zeyer, der war früher eingefleischter Bayern-Fan. Zeyer, der klebt am Ball. Zeyer, Zeyer immer noch. Zu Spieß. Und Olli Kahn ohne Furcht im richtigen Moment herausgeeilt. Und jetzt tobte der Kaiser. Ja, das war nichts mit den Bayern in der zweiten Halbzeit. Ideenlos, konzeptlos, wirkungslos.
Dann noch 6 Minuten. Spieß, toller Trick. Wassmer und Tott verpasst. Da lag was in der Luft. Rehhagel bis 2 Uhr. Heute Nacht war er noch beim Kanzlerfest. 5 Minuten noch. Jetzt Freistoß Bayern. Markus Babbel war das. Artistisch mit der Hacke. Das sehen wir nochmal. Klasse gemacht. Jetzt nur noch 4 Minuten. Noch 1:0. Jürgen Klinsmann gegen Vogel. Setzt sich durch. Klinsmann. Nerlinger. Applaus, aber jetzt nur noch 2 Minuten. Freiburg mit Freistoß. Heinrich frei, sieht Spieß. Aufs Netz, aber nicht hinein. Jetzt großes Pech für den SC, obwohl schön gemacht von Spieß. Per Außenriss. Nur noch Sekunden zu spielen. Sforza, weg mit dem Ball. Und dann Freiburgs letzte Chance. Schmadtke will den Ball im Spiel halten, verliert ihn gegen Hamann. Hamann gegen Schmadtke. Hamann immer noch gegen Schmadtke. Sieht Klinsmann und Innenpfosten drin. Sonny Boy Jürgen Klinsmann. Zweimal hatte Klinsmann in diesem Spiel aufs Tor gezielt. 100%ige Ausbeute. Jörg Schmadtke, gar kein Vorwurf einmal an ihn. Es war nämlich die letzte Minute. Er musste den Ball im Spiel halten. Er durfte den Ball nicht auf die Tribüne feuern. Und dann Didi Hamann. Schmadtke kommt ins Rutschen. Versucht es mit einer Grätsche gegens Knie. Dann sieht Hamann Martin Spanring von der anderen Seite. Abgeschüttelt. Schmadtke ist wieder da. Ausgetanzt, Didi Hamann mit dem Blick für den Ball und noch ein Haken. Der wilde Torwart vor ihm, rechte Seite, linke Seite. Schmadtke weiß nicht, wie ihm geschieht. Und dann, ohne einmal hingeschaut zu haben, die Flanke in die Mitte. Und vorn lauert er schon. Und ehrlich gesagt, schöner legt sich kein anderer in die Luft als Jürgen Klinsmann. Aber da wollen alle, inklusive Pfosten und Torlinie, dass der Ball hineingeht. 2:0 der Endstand. Uli Köhler befragte Jörg Schmadtke. Thema Ausflüge. Weiß man mal Ausflug, mein Gott. Wenn man 1:0 zurückliegt, kurzer Schuss, dann macht man hinten auf und dann muss der Torwart halt mitspielen. Und ich bin der Erste dafür bekannt, dass ich Spaß an so einem Spiel habe und zweitens, dass ich es auch kann. Ich denke, das hat man heute auch gesehen. Haben Sie schon gewusst, jetzt kommt was? Bei Torhütern ist es immer gefährlich, wenn die dribbeln. Ach nee, man hofft halt. Man spekuliert ein bisschen drauf. Und man hofft, dass er vielleicht den Ball doch verliert. Und dann hat er Didi Hamann das super gemacht, hat ihn noch ausgespielt zuvor. Und dann sieht er mich auch in der Mitte und flankt mir das Ding rein. Ich war ein bisschen im Rückwärtslaufen, also ich habe schon gedacht, ich komme da gar nicht mehr ran in den Ball. Und irgendwie ist er dann doch noch reingekullert. Franz freut sich über Bayerns Bilanz. 5 Spiele, 5 Siege. Ob es am Ende der Saison 102 Punkte werden? Warum 102? Ganz einfach. 34 mal 3. Lange nichts und dann gleich 2. Jürgen Klinsmann. Und was ich Ihnen auf jeden Fall noch sagen wollte, der FC Bayern München gibt seinem Spieler Jean-Pierre Papin die nächste Woche frei. Der muss nach New York fliegen, dort wird seine seit der Geburt behinderte Tochter behandelt und die dort behandelnden Ärzte haben ausdrücklich darum gebeten, dass beide Elternteile dabei sind und es gibt dann ja auch Wichtigeres als das Dasein als Profifußballer. Rostock gegen Gladbach kommt noch, Pauli gegen Dortmund kommt noch und morgen diese Sendung. Ranissimo am Sonntag. Vorwurf, Bestechung. Hannes Bongard stellt sich den Anschuldigungen. Droht der Bundesliga ein neuer Skandal oder ist alles nur erfunden? Sonntag 19.10 Uhr. Ranissimo, die Sat.1 Fußballshow. Es müsste endlich mal ein Auto geben mit viel Platz für die ganze Familie. Und natürlich günstig im Unterhalt. Sicher müsste es sein. Und trotzdem nicht teuer. Aber da kann man ja lange drauf warten. Worauf warten Sie noch? Der neue Landra ist da. Mit einem Jahr Haftpflichtversicherung serienmäßig. Hyundai, mein Auto. Gut einen Plan.
Platz zu wissen, wo jeder willkommen ist. Noch besser, wenn dort auch jeder nach seiner Fasson machen kann, was er möchte. Am besten aber ist, dass alle nur aus einem Grund da sind. Gut, besser, Paulaner. Yeah. Daran kommt keiner vorbei. Protektor. Kommt unübertroffen sicher durch feine Schutzbügel. Sicher und gründlich. So scharf, dass er hinter Gitter muss. Protektor von Wilkinson. Er hat unser Schutzschild durchbrochen. Unglaublich! Hi. Was hast denn du da mitgebracht? Sieht aus wie Schokoriegel. Analysieren, D3. Hier, Blechdose. Delta, UFO, Pluto, Omega. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Hier, so geht das. Oh, sind die lang. Wahrscheinlich die längsten des Universums. Für die einen ist es... Delta, UFO, Pluto, Omega. Für die anderen die längste Praline der Welt. Oh, schon alle. Ich hol neue. Will er hin? Ob er jemals wiederkommt? Eigentlich gehörte er Großvater. Doch der stieg um auf ein Wohnmobil. Dann fuhr ihn meine Mutter von Demo zu Demo und lernte meinen Vater kennen, allerdings in einem anderen grünen Auto. Danach war es vorbei mit dem Frieden, mein Bruder kam. Meine Eltern erlebten ihren zweiten Frühling und kurz darauf kam ich auf die Welt und mein Bruder in die Schule. Jahre später schaffte er beim dritten Versuch endlich den Führerschein. Jetzt fahre ich ihn. Ja, er fährt immer noch. Und ich hoffe, er geht endlich kaputt. Monster, wir fahren vor. Tetrapack. Irgendwie clever. Can I make a call? Sure. To Germany? I'd spend it on you. Hallo Mutti? Gut. Ciao. Weltweit bargeldlos telefonieren. T-Card. Die Weltkarte. Deutsche Telekom. Man steht drauf. Es gibt Motoren und es gibt Triebwerke. Der elegante BMW 328i. Leistungsstark wie ein Sportwagen, aber viel komfortabler. Mit einem Extra, das es nur bei BMW serienmäßig gibt. Freude am Fahren. Porsche Silber, Porsche Blau oder doch den Jackpot von 450.000 Mark. Rufen Sie jetzt an, wenn Sie gewinnen wollen. 0180-55666. Glücksrad, das Millionenspiel. Gewinnen Sie außerdem einen Citroën ZX mit allen Schikanen und eine Traumreise nach Thailand. Glücksrad, das Millionenspiel. Heute 19:30 Uhr in Sat.1. Also mit den aufsehenerregenden Aufsteigern in dieser Saison. Erstmal FC St. Pauli gegen den deutschen Meister Borussia Dortmund, bei dem Matthias Sammer und Heiko Herrlich wieder fit sind. Dieser Herr übrigens, nicht die beiden, sondern der jetzt kommt, Jenner also, ist ein ganz ruhiger, ein ganz relaxter Vertreter seiner Gilde. Nur irgendwas muss um 15.30 Uhr mit ihm passieren. Unter dem Titel Werwolf ist die Geschichte ja schon recht erfolgreich verfilmt worden. Auf jeden Fall wird Klaus Tomforde zum Tier, wenn es dann um Fußball geht. FC St. Pauli Hamburg gegen Borussia Dortmund. Der Reporter am Millerntor ist Reinhold Beckmann.
Ja, und weil dieses Spiel so viele Geschichten hat, verzichten wir auf den Prolog. St. Pauli von links nach rechts. Dritte Spielminute, erster Pauli-Angriff. Martin Driller zum ersten Mal wieder dabei und Savicev. Wie immer bei St. Pauli kam die gute Idee zu dieser Chance von Carsten Pröpper, dem Kapitän, dem heute Steffen Freund und Michael Zorc folgen sollten. Damit war schon mal für Respekt gesorgt beim deutschen Meister. Der Beginn bei Borussia war noch nicht das Gelb-Schwarze vom Ei. Es dauerte 10 Minuten, bis der BVB dem hohen Anfangstempo von St. Pauli etwas entgegensetzte. Tanko, zweimal ausgetanzt, aber dann dieser Abschluss. Aber mit diesem Coup hatte Ottmar Hitzfeld viel überrascht. Tanko in seinem ersten Saisonspiel, herrlich, weil immer noch nicht spritzig genug, so Hitzfeld, nur auf der Bank. Der FC St. Pauli überraschte selbst die treuesten Fans. Tempo, Spiellaune, Zweikampfstärke, alles war da. Der deutsche Meister staunte und ließ den Aufsteiger spielen. Savicev gegen Jürgen Kohler. Versuch Nummer 2. Langsamer kontrollierter Spielaufbau. Jürgen Kohler sucht seinen Gegenspieler. Da hat er ihn wieder. Savicev, Michel Dinze. Das war wunderbar anzuschauen. So um die 20. Spielminute herum, was der FC St. Pauli da den Zuschauern bot. Dortmund brauchte 25 Minuten, um Tritt zu fassen. Erst dann ging es auch mal über die Flügel. So wie hier, César auf Knut Reinhardt. Und ein Freier vor dem Kasten des Kiez-Torhüters. Tom vor der Klasse. Und weil es Andreas Möller war und weil er so selten zu einem Flugkopfball ansetzt, gönnen wir uns nochmal die Zeitlupe. Flanke Reinhardt, Möller, klasse dieser Kopfball und Tom Forde. 33 Minuten vorüber, St. Pauli hatte seinen kleinen Durchhänger überwunden. Bemerkenswert, wie offensiv das Spielsystem mit Savicev als einzige Spitze funktionierte. Da ist er wieder, Kohler. Der Pfiff des Schiedsrichters, Elfmeter. Schiedsrichter Best zeigte sofort auf den Punkt. Jürgen Kohler war nicht immer geschickt im Zweikampf. Wir schauen genau hin. Er berührt ihn, aber nicht genau zu erkennen in dieser Situation, ob es elfmeterreif war. Deutlicher die nächste Zeitlupe. Hier der Schlag gegen das Bein von Savicev. Klar, das muss einen Strafstoß geben. Carsten Pröpper schaut nach rechts, schießt nach links. Stefan Klos, der Sieger in diesem Duell. Zweiter Elfmeter, den er in seiner Karriere gehalten hat. 15 kam auf sein Tor. Ganz clever, eiskalt gemacht. Bewegt sich nur wenig und die rechte Ecke aus seiner Sicht die richtige ausgesucht. Noch einmal, Sie sehen, der Carsten Pröpper schaut in die andere. So einfach kann das manchmal sein. Letzte Woche noch bezwang er den Leverkusener Torhüter Dirk Hein und war Erfolge. Dann dieser Fehler von Paul Caligiuri. Stockfehler. Möller und Tom Forde. Noch ein Lapsus, Dirk Dammann, der Ball noch im Besitz der Dortmunder, wieder Möller, auf Zorc und Tor. Aber, der Linienrichter hatte die Fahne oben, hatte Abseits gegeben. Wir schauen uns das in Ruhe noch einmal an. Erst der Fehler von Dammann, Rubens Sosa, nicht so stark wie zuletzt. Möller, schön gesehen, dass Zorc freisteht, kurze Ecke, unhaltbar für Tom Forde. Hier eine Abseitsposition nicht zu erkennen. In dieser Einstellung schon etwas leichter. Michael Zorc stand tatsächlich abseits. Das lässt sich in diesem Bild gut erkennen. Also richtig die Entscheidung des Linienrichters und damit auch des Schiedsrichters. Spielstand weiterhin 0:0. Aber dann diese Fehler im Aufbau. Carsten Pröpper, Matthias Sammer hatte gestört und Andreas Möller. Tja, so was nennt man, glaube ich, Elfmeter in der Fußballumgangssprache. Und die Pauli-Fans skandierten, es gibt nur einen Andi Möller, einen Andi Möller. Für wahr, recht haben sie. Und der wurde heute nicht eng genug bewacht. Viel Glück für Pauli, Uli Maslow und der FC St. Pauli. Das ist wie ein Punker in Korthose. Aber irgendwie passt das ja ganz gut zusammen, diese neue Beziehung hier am Millerntor, die jetzt schon eine ganze Zeit hält. So, wieder FC St. Pauli. Über rechts, über Martin Driller. Savicev! Kaum zu glauben, bei so viel Strafraumdramatik auf beiden Seiten. Halbzeitstand 0:0.
So, Heiko Herrlich kam dann für Ibrahim Tanko, der gegen Thorsten Fröhling nur eine gute Szene hatte. Und auch Lars Ricken kam für Ruben Sosa. Kompletter Austausch des BVB-Sturms also. Temporeich eröffnete St. Pauli die zweite Hälfte. Ralf Becker. Der ehemalige Leverkusener mit einer guten Partie hinter der Spitze Savicev. Weil St. Pauli auch in der zweiten Hälfte nur mit einer Sturmspitze angriff, konnte sich urplötzlich auch Jürgen Kohler mit in die Offensive schalten. Da ist er. 51. Minute. Der Meister führt mit 1:0. Torschütze Heiko Herrlich. Dieses Tor war ein Treffer der ganz edlen Art. Der Ball im Rücken von Heiko Herrlich und dann mit der Hacke ins Tor gelenkt. Hier sehen wir es. Heiko Herrlich hinterließ einen verdutzten Klaus Tomforde und einen perplexen Thorsten Fröhling. Richtig gut gemacht, dieser Treffer. Der Meister führt mit 1:0. Aber St. Pauli, Sobotzik und Stefan Kloß. Die Moral des Aufsteigers. Es wurde weiterhin gekämpft und kombiniert. Der Libero, Dirk Dammann. Viel Glück für den Meister. Bodo Schmidt war inzwischen für Stefan Reuter gekommen. Abschlag Stefan Kloß. Kopfballfehler von Truelsen und Michael Zorc. 0:2. Gnadenlos ausgekontert in der 57. Minute. Eben noch im Fußballrausch. Eben noch geglaubt, den Meister ausspielen zu können. Und dann 0:2. Michael Zorc. Weil Dirk Dammann, der Libero, natürlich auch hinten fehlte. Dann kam das Hamburger Original, der am Spittler Jens Scharping für Martin Driller. Foul von Sammer an Carsten Pröpper. Erwähnenswert deshalb, weil Sammer vorher schon gelb gesehen hatte. Und diese gelbe Karte, die wir da eben gesehen haben, die bekam nicht Sammer, sondern Michael Zorc. Das verstand nun wirklich kein St. Pauli-Spieler und wir als Zuschauer auch nicht. Also Sammer durfte weiterspielen. Und Borussia Dortmund bekam jetzt das Spiel besser in den Griff. Wieder ein Pfiff, Spiel unterbrochen. Keiner weiß warum, keiner hat es gesehen. Nur der Schiedsrichter. Nur Schiedsrichter Best, er stellte Jürgen Kohler vom Feld. Wir können Ihnen da kein Kamerabild liefern, liebe Zuschauer. Das hatte keiner gesehen. Aufklärung aber trotzdem später. Der FC St. Pauli. Toll die Moral. Drängten auf den Anschlusstreffer Truelsen und Tor. Savicev, aber der wusste gleich, ich stand im Abseits, auch wenn Truelsen da direkt aufs Tor schießen wollte. Die Fußballgötter, wenn es denn welche gibt, sie waren heute nicht im Freudenhaus. St. Pauli ohne Glück und Cleverness im Abschluss. Anders Borussia. Die endgültige Entscheidung, Heiko Herrlich, 87. Minute, 0:3. Tomforde getunnelt. Zwei Tore in 45 Minuten. Das ist die Quote, die Torjäger auszeichnet. Also die Einwechslung von Heiko Herrlich hat sich gelohnt. Hier sehen wir nochmal den Tunnel. Innenbande, Innenkante, Torpfosten. 0:3. Michael Zorc bedankt sich bei Schiedsrichter Best. Vielleicht auch für die gelbe Karte, die er bekam und nicht Matthias Sammer. Es war ein bewegtes Fußballspiel heute. Dortmund gewinnt zu hoch, aber verdient aufgrund der Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Endergebnis 0:3. Ich weiß, es mag absurd, ja romantisch klingen, wenn ich sage, dieses Ergebnis geht zwar in Ordnung, aber es war zumindest in der Offensive St. Paulis bester Auftritt in der Bundesliga-Saison bisher. Die Fans haben es genauso gefühlt und feierten ihre Mannschaft. Aber jetzt unsere Forschungsabteilung, Teil 1, die rote Karte gegen Jürgen Kohler. Die rote Karte für Jürgen Kohler. Warum? Ja, für mich haben beide Spieler gerangelt und der Spieler Kohler hat seinen Gegenspieler kurz an den Haaren gezogen. Ich glaube, der Dinsi, der war genauso überrascht wie ich. Und ich glaube, wenn man ihn befragt, kann er nur sagen, dass nichts war. Angeblich soll er sie an den Haaren gezogen haben. Ja, wenn er spitze Fingernägel hat, dann kann er es vielleicht schaffen, ansonsten schafft er es nicht. Also Ihrer Meinung nach kein Platzverweis? Nee. Und Thema Nummer 2, das Foul von Matthias Sammer an Carsten Pröpper, für das er kein zusätzliches Gelb, kein zweites Gelb sah. Das war eine Premiere im deutschen Fußball, dass ein Nationalspieler die zweite gelbe Karte eigentlich bekommen müsste und dann gelb-rot und dass der nächste dabeistehende die gelbe Karte bekommt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben 3:0 gewonnen und alles andere habe ich nicht zu entscheiden, sondern der Schiedsrichter und der hat
dem Michael Zorc die Karte gegeben, weil er einen Ball weggeschlagen hat. Alles andere habe ich nicht zu entscheiden, auch wenn es für euch ein bisschen schade ist. Nee, schade ist es nicht. Nee, ich finde es doch unmöglich. Was stellst du jetzt so eine Frage? Sag doch Glückwunsch 3-0. Normalerweise sagt man das und nicht, was war da los? Okay, danke. Glückwunsch 3-0. Danke. Also für mich war es kein verwarnungswürdiges Foul, was Sammer gemacht hat. Er hat den Körper reingestellt, war für mich ein normales Spielfoul. Und die gelbe Karte für den Herrn Zorc war wegen Ball wegschlagen. Also schauen wir da nochmal ganz genau hin. Hier das Foul, hier wird der Ball weggeschlagen, nicht besonders weit. Also gelbe Karte deshalb für Michael Zorc. Alles ist gesagt. Johannes, bitte. Reinhold, herzlichen Dank. Ja, ja, nicht traurig sein, St. Pauli. Der Meister also gewinnt und wir haben ein neues Wort kennengelernt. Ein normales Spielfoul. Kannte ich bisher noch nicht, aber man lernt ja nicht aus. Wir machen weiter mit Hansa Rostock gegen Borussia Mönchengladbach. Die Herren, für wen sind Sie? Für Gladbach oder für Gladbach, ja? Geht dann gleich los. Sekunde bitte noch, ja? Gerade noch ausreden lassen und dann machen wir hier weiter. Also, Hansa Rostock gegen Borussia Mönchengladbach. Bräutigam, Beinlich, Breitkreuz und auch Baumgart. Das waren zuletzt, sagen wir mal ganz vorsichtig, nicht eben vier Kandidaten für den Kicker-Starschnitt. Aber es sind halt die vier Menschen, die das Spiel von Hansa Rostock entscheidend mit prägen. Besonders Stefan Beinlich lenkt und denkt und ist derjenige, der ein bisschen für diesen Rostocker bisherigen Erfolg steht. Und er tut es gar so wie auf der Gegenseite bei Borussia Mönchengladbach, nämlich Stefan Effenberg. Matthias Stach hat genau die beiden extrem beobachtet und natürlich das Spiel gesehen. Er kommentiert Hansa Rostock gegen Borussia Mönchengladbach. Und da hätten wir den Tiger im Mittelfeldtank. Der Gladbacher Stefan Effenberg, trotz ab und an zwickendem Gesäßmuskel, bisher mit überzeugender Form, und bei den Rostockern läuft vieles über ihn. Stefan Beinlich, trickreicher Linksfuß mit bisher 3 Toren, in dieser Saison torgefährlichster Spieler auf dem Platz. 2 Köpfe, 2er offensiv ausgerichteter Mannschaften. Rostock also in Blau-Weiß, heute mit Merz für den verletzten Weg. Und der Pokalsieger nur ohne Kamps, ansonsten in Bestbesetzung. Und Rostock gleich mit viel Schwung. Ecke Groß. Marco Zalmann, der Kapitän, nach gebrochener Hand, die Manschette lässt noch erahnen, wieder dabei. Gladbach spielte anfangs betont ruhig und abgeklärt. Aus dem Mittelfeld. Dahlin. Ein erster Warnschuss vom Schweden, der nicht manngedeckt wurde, da auch Hansa auf die Abwehrkette setzt. Der Trainer der Borussia heißt zwar nicht Rehagel, die viel zitierte, kontrollierte Offensive praktizierten sie dennoch. Hochstetter. Erneut Martin Dahlin. Karl-Heinz Flipsen, das 1:0. So spielt man eine flexibel rochierende Abwehr aus. Und Freude bei Flipsen, der die Jokerrolle schon satt hatte. Wieder mal beteiligt Hochstetter und Dahlin, die beiden auffälligsten der Anfangsphase. Die Vorlage zu Flipsens zweiten Saisontreffer allerdings kam indirekt von Bräutigam. Aber Rostock ließ sich nicht schocken. Sie spielten einfach schönen Fußball. Peinlich. In diesem Fall ein Schnörkelpass zu viel. Und der Speedy der Bundesliga, Steffen Baumgart, beinahe mit der ersten Möglichkeit. Werner Pagelsdorf hat es vor dem Spiel gesagt, die Borussia ist die... Beide Aufsteiger verlieren zu Hause, aber ich denke, sowohl St. Pauli als auch Hansa Rostock haben heute gezeigt, dass sie richtig viel frischen Wind in die Bundesliga gebracht haben. Am Montag feiert Franz Beckenbauer 50. Geburtstag. Sat.1 ehrt ihn morgen Abend mit dem Spielfilm Libero. Da spielt er nämlich die Hauptrolle um 20.15 Uhr hier in diesem Programm. Der 5. Spieltag ist komplett und natürlich haben auch Boris Stark und Claudio Luciani ein kaiserliches Wochenende gesehen. Der 5. Spieltag, ganz im Zeichen des Kaisergeburtstags. Deutschlands Prominenz und die Frage, was schenken wir dem Beckenbauer? Franz Beckenbauer, Lichtgestalt und Ikone, Mythos der 70er Jahre. Haben Sie vielleicht...
vielleicht ein Foto von sich dabei? Natürlich, ich habe immer welche von mir. Ja? Ja. Würden Sie mir wohl ein Autogramm geben? Das mache ich gern, ja. Von den Stars von gestern zu den Stars von heute, Jürgen Klinsmann. Letzte Woche noch beklagte er sich über fehlende Bindung zu seinen neuen Kollegen. Heute klappte es besser. 38 Mal wurde er angespielt, genau doppelt so oft wie letzte Woche im Derby gegen 60. Schon beim Länderspiel fiel es auf, Everybody's Darling kann auch ganz schön zulangen. Hoffentlich geht es dem Gegenspieler wieder besser. Wir glauben, er heißt Herbert. Servus Herbert, grüß dich, Franz. Bei dir schaut es aus wie in einer Schlosserei. Ausgeschlossen wurde auch Jürgen Kohler. Keine gute Woche. Nach der Länderspielkritik nun auch noch das. Insgesamt 39 gelbe Karten, eine gelb-rote, zwei rote. Der Trend: mehr Verwarnungen, weniger Platzverweise. Die Ergebnisse: St. Pauli, Dortmund 0:3, Frankfurt, Kaiserslautern 3:1, Stuttgart, Leverkusen 1:4, Rostock, Gladbach 2:3, Düsseldorf, Hamburg 2:2, Schalke gegen Karlsruhe 2:1 und Bayern München gegen Freiburg 2:0. Die Spiele vom Freitag. Sie lamentierten noch bis spät in die Nacht, denn der Ärger war immer noch nicht verflogen. Sie fühlten sich mal wieder benachteiligt. Doch wer zu spät kommt, den bestraft der Schiedsrichter. Bernhard Trares, der vierte Platzverweis in weniger als einem Jahr. So langsam fühlt er sich von den Schiedsrichtern verfolgt. Ja, das ist mittlerweile sicher so. Auch schon heute, wie ich ihn begrüßt habe, hat er mich schon ganz schräg angeschaut. Da habe ich schon gedacht, oh, heute musst du aufpassen. Die entscheidende Szene, ein umstrittener Handelfmeter. Die Rechte von Thomas Schmidt war. Ja, wenn das ein Elfmeter ist, dann tut mir das wirklich leid. Die 71. Minute. Mario Basler verwandelt und Werner Lorant verschwindet. 5 Minuten später auf die Tribüne. Das 2:0, vorausgesehen von Mario Basler. Auch 60-Keeper Meier kam hier zu spät. Und ihn bestrafte Angelo Vier, sein erstes Bundesligator. Bremen 60, 2:0. Was sich gestern in Köln abspielte, grenzte an Tierquälerei. Graue Bundesliga-Realität im Zeitraffer. Beim FC wurschteln sie weiter vor sich hin. Ohne Chef geht gar nichts. Stefan Engels, ja oder nein? Die Zeit für eine Entscheidung ist längst gekommen. Wenn man ihm eine Chance geben will, dann muss man ihm auch das Vertrauen schenken. Ganz klar, Stefan Engels soll bleiben. Für mich gibt es sowieso nur die eine Überlegung, entweder einen ganz großen Trainer zu nennen. Die haben alle abgesagt. Oder aber einen ganz jungen. Klare Worte aus Köln, klare Chancen gestern für Uerdingen, mit denen sie fahrlässig umgingen. Ich würde sagen, das war kein Punktgewinn, wir haben 2 Punkte verschenkt. Köln gegen Uerdingen 0:0. Zurück zu den Bayern. Die Gegner helfen mit, 5. Spiel, 5. Sieg. Wo haben die Bayern eigentlich zuletzt verloren? In welcher Stadt waren das? Ja, in Stadt waren das? Der ist ja ganz egal. Genau. Was zählt, ist die aktuelle Tabelle. Die Bayern ziehen einsam ihre Kreise. 5 Punkte Vorsprung. 2-mal müssten sie schon verlieren und Gladbach 2-mal gewinnen. Bis zum Oktoberfest scheint der Spitzenplatz gesichert. Leverkusen hoch von 7-3 und auch der Meister kommt so langsam in Fahrt. Dortmund auf 4. Die Aufsteiger Rostock und St. Pauli fallen auf Rang 8 und 9. Der Höhenflug ist erst einmal gestoppt. Die Übersicht. Nach der ersten Niederlage fällt Stuttgart auf Platz 11. Düsseldorfs 5. Remis bedeutet Rang 12. Kaiserslautern und Karlsruhe wurden höher eingeschätzt. Hamburg weiter auf einem Abstiegsplatz. Dahinter Freiburg und 1860 München. Aber keine Panik, die Löwen brauchen nur einen Sieg und schon haben sie wieder Anschluss. Gladbach momentan der ärgste Verfolger der Bayern. Dank Martin Dorlin, der Siegtreffer in Rostock. 2 Tore heute bedeuten, zusammen mit Daniel Borimirov und Steffen Baumgart, erfolgreichster Torschütze. Axel Kruses Treffer heute ohne Bedeutung, aber an ihm machen wir einen neuen Trend fest. 11-mal Glatze, das wäre doch was. Sieht gut aus, oder? Saukomisch, die Leute haben gelacht, also saukomisch. Das ist so ein Blödsinn, habe ich schon lange nicht mehr. Der Spieltag von und mit Boris Stark und Claudio Luciani.
Und dann machen wir gleich weiter. Ergebnis aus der zweiten Fußball-Bundesliga von heute Nachmittag. Die sehen so aus. Mainz-Nürnberg 0-2, Chemnitz-Wattenscheid 2-0, Mannheim-Unterhaching 0-1, gestern Duisburg-Hertha 2-0, Bochum-Meppen 4-1, morgen dann Lübeck-Leipzig, Hannover-Zwickau, Jena und Wolfsburg, am Montagabend Bielefeld gegen Fortuna Köln. Und in der Tabelle sieht es so aus. Von den heute aktiven Mannschaften Unterhaching von 10 auf 6, Chemnitz 9., Mannheim 10, Nürnberg von 14 auf 11. Das sehen Sie dann in der Übersicht. Und ganz unten sind auch noch zwei, Wattenscheid und Mainz. Richtig was los in Sat.1. Heute Abend zum Beispiel Glücksrad-Gala aus Berlin und das auch noch live. Und die Gelegenheit wollen wir natürlich nutzen. Wir kaufen schon jetzt ein paar Vokale und schalten rüber zu Maren Gilzer, Frederik Meissner und Peter Bond. Was habt ihr vor? Johannes. Was habt ihr vor heute Abend mit uns? Johannes, wir haben vor allem vor, alle Fußballfreunde und RAN-Fans am Sender zu halten, am Ball zu halten, denn bei uns gibt es super Preise zu gewinnen unter folgender Rufnummer live via Telefon 0180 539 3940. Mitmachen, mitgewinnen und dann Freude haben. Okay. Also gleich nach euch, nach dran san, wir dran mit Glücksrad. Also tschüss. Bis gleich. Ciao. Tschüss. Was es nicht alles gibt im Fernsehen, ist das nicht schön? So, und dann, jetzt gehe ich mal ins Licht ein bisschen, hier ungefähr, und sage Ihnen zum Schluss noch, dass beim großen Preis von Italien in Monza morgen Michael Schumacher aus der ersten Reihe, aber von Platz 2 startet. David Coulthard nämlich war ein bisschen schneller und was Sie unbedingt wissen müssen, der steht dort unter extremem Polizeischutz, der Formel-1-Weltmeister. Es hat nämlich eine Entführungsdrohung gegeben und die Mailänder Polizei hat gesagt, wir wollten auf keinen Fall, so das Zitat, einen zweiten Fall Monika Zellisch. Morgen also das und was morgen ja auch ganz wichtig ist. 19.10 Uhr, Ranissimo mit Jörg von Torra. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für den Besuch im Studio. Tollen Abend noch und tschüss. Sat.1 Fußball. Ein Genuss mit Becks.